Jetzt wollte ich euch noch was Schönes vorspielen. Was ganz Schönes. Damit man mal sieht. Ich wollte mal was fragen. Wenn ich mich in Deutschland auf die Straße stellen würde und ich würde sagen, beispielsweise, nicht, dass jemand falsch versteht von den Christen, ja? Ich würde mich in Deutschland auf die Straße stellen, in einer Kundgebung, ich würde sagen, im Christentum, weil es gibt sehr viele Straftaten, sehr viele Kinder werden vergewaltigt, das ist eine Tatsache. Ja? Wenn ich sagen würde, im Christentum, derjenige, der seine Tochter vergewaltigt, kriegt die höchste Stufe im Paradies. Und derjenige, der seine Tochter vergewaltigt, was ist? Und derjenige, der seine Tochter vergewaltigt, der hat eine geehrte Stellung bei den Christen. Und wenn er das macht, der ist ein super Typ. Und glauben Sie nicht, dass das nicht vom Christentum wäre. Denn in Deutschland, wer seine Tochter vergewaltigt, kriegt manchmal nur so und so viele Jahre Knast. Was würde man sagen? Man würde sagen, bei so einem Lügner muss man das Maul stopfen. Würde man sagen. Man würde sagen, ein Hetzer, ein Hassprediger. So, jetzt hört euch mal an, was man über den Islam so erzählen kann. Hört mal zu. Damit kann man in Deutschland auf die Straße gehen. Glauben Sie auch, dass Ehrenmord nichts mit dem Islam zu tun hat? Natürlich hat er mit dem Islam zu tun. Er ist Teil der Scharia-Gesetze. In Jordanien, Iran, Ägypten, Syrien, Marokko, Palästina, Pakistan ehren Ehrenmörder mit geringen Strafen von 6 Monaten bis 3 Jahren oder straffrei aus. Wiederherstellung der Ehre ist im islamischen Scharia-Recht eine gute Tat, die jedes Verständnis verdient, auch vom Richter. Mein arabischer Schwager, Arzt in Deutschland, sagte zu mir, du weißt doch, das sind unsere Helden. Natürlich sind Ehrenmörder in der islamischen Welt Helden. Sie werden verehrt und mit riesigen Feiern belohnt. Denn der Ehrenmörder ist ein besonders guter Muslim. Er hat die Oma, die Gruppe der Muslime von Unreinen, nämlich der Frau, die sich unmoralisch benommen hat, befreit. Im Gefängnis in Berlin ist Herr Sürücü, der seine Schwester ermordete, der große Held, der von allen anderen muslimischen Mitgefangenen bedient wird. Der Ehrenmörder und seine Eltern erhalten bevorzugte Plätze im Paradies, ohne Prüfung der Sünden. Zwangsheirat. Mal Pause, Pause. Okay. Bei wem hier? Wo ist die Kamera? Bei wem hier, wir haben ja heute viele Muslime, bei wem hier hat der Ehrenmörder eine geehrte Position? Bei wem? Keiner? Ich glaube, ihr müsst mal Nachhilfe und euch bei der Islamversteherin holen. Bei wem hier ist der Ehrenmörder ein Verbrecher? Wie bei allen? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ich glaube, wir haben alle den Islam nicht verstanden. So, dann weiter. Wer hat jemals gehört, dass ein Ehrenmörder eine geschätzte Stellung im Paradies bekommt? Hat das irgendjemand gehört? Keiner? Wer glaubt, dass das eine große Sünde ist? Komisch, ne? Komisch, aber das ist die Islamversteherin. Und sowas wird erzählt auf den Straßen. Sowas wird erzählt auf den Straßen. Wer so etwas sagt, der streut kein Gift in das friedliche Zusammenleben von Muslimen und Nicht-Muslimen. Seltsam, oder? Und wenn dann einer beleidigt ist, dann sagt ihr, die Muslime sind immer beleidigt. Ja, das soll ich nicht beleidigt sein. Was wäre denn, wenn ich das, was ich eben gesagt habe, wenn ich das erzählen würde, der sein Kind vergewaltigt im Christentum, hat eine höchste Stellung im Paradies. Das ist eine Lüge, ist das, die erzählt wird auf den Straßen. Es ist Haram hoch 1000. Das reicht, inshallah. Ich glaube, dass das war ein Kostpröbchen. Sie sagt übrigens nachher sagt sie noch, dass Frauen, die kein Kopftuch tragen, für die Muslime ein anderes Wort für Prostituierte sind. Und es ist dem Muslim erlaubt, eine Frau, die kein Kopftuch trägt, zu vergewaltigen. Wer ist hier der Meinung, dass es erlaubt ist, Frauen, die kein Kopftuch haben, zu vergewaltigen? Wer ist der Meinung? Wer ist der Meinung, dass es verboten ist? Alhamdulillah. Also wie gesagt, wir sehen eindeutig, wir müssen bei den Islam verstehen
oder Islamhassern oder was auch immer, müssen wir anscheinend Nachhilfeunterricht holen, weil die wissen es besser. Wenn du aber dann sagst, nee, es hat mit Islam gar nichts zu tun, was wird dann erzählt? Ja, ja, das ist Taqiyya. Taqiyya, die wollen ihren Glauben verstecken. Ist klar. Nur hier, das ist wieder die nächste Lüge, weil Taqiyya ist etwas, wenn einem zum Beispiel die Pistole an den Kopf gelegt wird, dass man dann sagt, ja, nee, ich glaube nicht an Islam. Aber man darf nicht bei Taqiyya über die islamischen Glauben lügen. Weil man damit ein falsches Bild vom Islam gibt. Ganz einfach, ist nicht erlaubt, über den Islam zu lügen. Ist totaler Schwachsinn. Aber das ist es, wie die Menschen, die in der Mitte stehen, die verängstigt sind, wie diese geimpft werden gegen jede positive Information über den Islam. Die Medien berichten nichts Positives. Dann werden sie von solchen Seiten vollgepumpt oder von solchen Kundgebungen geimpft, immunisiert gegen alles Positive am Islam. Und wenn dann jemand kommt, der beibringt, dass er nicht vom Islam ist, dass Zwangsheirat nichts mit Islam zu tun hat und so weiter, der wird dann ausgeladen und der wird dann als Hassprediger dargestellt. Das ist das Problem. Deswegen, die Medien, die sollen sich was schämen, allesamt, und alle Politiker, die daran mitgewirkt haben, sollen sich auch was schämen. Ansonsten bedanken wir uns bei den Polizisten, die heute hier geholfen haben, dass das friedlich abgelaufen ist. Obwohl, es sah sowieso nicht so aus, als wenn hier irgendjemand was Negatives vorgehabt hätte. Alhamdulillah. Und was ich euch mit auf den Weg gebe, was ich den Nicht-Muslimen mit auf den Weg gebe, die heute hier sind, sie sollen sich einfach mit dem Islam beschäftigen, wenn sie Lust haben. Sie können uns auch gerne kontaktieren. Und für die Muslime sage ich, geht auf die Leute zu, versucht den Leuten etwas über den Islam zu berichten und verhaltet euch auf die beste Art und Weise, damit ihr den Islam, das Bild des Islam nicht durch den Dreck zieht. Das ist meine Botschaft von heute. Ich bin fertig. Gibt es noch irgendwas zu melden? Nö? Okay.